Sie sehen nun die Ansprache des Weihnachtspräsidenten. Leute, ich hoffe, Sie sind im Jahr ordentlich gekommen und können die Festtage genießen. Niesen. Ich muss unglaublich niesen. Erinnern Sie sich noch, vor genau 12 Monaten, da hatte ich einen Weihnachtswunsch an Sie. Schlafen Sie auch mal mit Menschen, die anderer Meinung sind. Und ganz viel mit mehr Menschen aus der Antifa oder auch mal mit dem Nazi im Pflegeheim. Ganz viele haben das offenbar über das Jahr getrieben, möglicherweise auch mit Nahen. Ich kann es vor allen Dingen nicht allein. Neulich hatte ich auch mal wieder eine ordentliche Orgie mit 30 Menschen. Eine mächtige, dicke, selbstbewusste Bürgerin hat es uns allen möglich gemacht. Ja, wir haben es alle tatsächlich auf der Straße getrieben. Nur um mich zu befriedigen, ich bin ordentlich in ihre Hand gekommen. Respekt an mich und in meinen Augen starken und unglaublich riesigen Schaft. Das war heiß, so heiß wie ein Vulkan. So heiß wie ein Vulkan. Aber was war das bitte? So heiß wie ein Vulkan. Bitte helfen Sie mir. So heiß wie ein Vulkan. Oh fuck, bin ich heute Abend wieder in einem Video von Zwölf. Die sind alle samt. Die krasse Scheiße. Mist. Nicht schon wieder glauben Sie mir kein Wort. Das ist alles nur wahllos zusammengeschnitten. Die Frage ist nur, was machen Sachen? Oh, das ist eine Zumutung. Ich glaube, derzeit braucht die Demokratie vor allem uns, Bürger zweiter Klasse, die rassistische Sprüche auf dem Schulhof, in der Kneipe oder in einer Partei aussprechen und Zehntausende, Hunderttausende Menschen diese dafür noch wählen. Ich glaube, dass der Klimawandel möglicherweise auch von Menschen in der damaligen DDR möglich gemacht ist. Nehmen wir das bitte als selbstverständlich. Meinungsfreiheit kann in meinen Augen kein Teil dieser Demokratie sein. Anders als in einer Diktatur, wo alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Gehen Sie bitte nicht wählen, mischen Sie sich nicht politisch ein, pöbeln Sie dagegen laute Parolen. Auf einer Straßendemo, Sie alle haben ein Stück Deutschland in Ihrer Hand. Kant. Dickes Bus, Sie, Ihr Weihnachtspräsident, gesegnete Weihnachten. Sie sahen was, Sie sahen.